Willkommen und Servus zu einer neuen Folge des Kurses über das Wetter. In diesem jetzt beginnenden Abschnitt will ich mich mit den technischen Hilfsmitteln befassen, die uns erleichtern sollen, das Wetter vorherzusagen. Es soll also darum gehen, eine kleine Wetterstation aufzubauen. Wetterstationen gibt es zu kaufen. Sie sind mehr oder weniger brauchbar und mehr oder weniger teuer. Hier will ich die Vorteile und Nachteile der verschiedenen Sensoren beschreiben. Dabei kann ich aber keine Empfehlungen abgeben, weil ich über den Markt der Wetterstationen und Sensoren keinen wirklichen Überblick habe. Zu Beginn stellt sich die Frage bezüglich der Messgeräte. Analog oder digital? Oder sie stellt sich auch wieder nicht. Ich habe zwei solcher Geräte im Betrieb. Eine digitale Station gleich bei meinem Computer mit Temperatur, Feuchte, Luftdruck, Mondphase und Wettervorhersage. Das ist recht nett und gekostet hat diese Station auch nicht sehr viel. Solche Geräte sind ein ganz guter Kompromiss, wenn man sich einen groben Überblick verschaffen will. Sie messen zwar nicht besonders genau, dafür kosten sie nicht viel und können zum Teil auch die Daten speichern. Romantiker, der ich bin, sind mir aber die alten analogen Geräte aus Messing und Glas doch lieber. Mein Aneroid-Barometer ist ein echtes Schmuckstück, auch wenn ich es meist nicht beachte. Mechanische Geräte haben etwas Geheimnisvolles an sich, weil die Mechanik sichtbar, aber nicht so leicht zu verstehen ist. In mir steckt halt immer noch ein kleiner Alchemist. Beginnen wir gleich mit dem so ziemlich wichtigsten Parameter, und das ist nicht die Temperatur, wie man vielleicht glauben könnte, sondern, wie wir bereits wissen, der Luftdruck. Das kann eine kleine Geschichte recht gut veranschaulichen. Ein Farmer in den Vereinigten Staaten soll sich einmal ein Barometer gekauft haben. Das zeigte einen extrem niedrigen Wert an und der fiel immer weiter. Es musste kaputt sein. Er packte es also, fuhr wieder in die Stadt, um sich beim Händler zu beschweren. Der wollte es aber nicht zurücknehmen, da all seine Geräte etwas Ähnliches anzeigten. Und als der Farmer ziemlich indigniert nach Hause zurückkehrte, war sein Haus verschwunden. Der Druckabfall war nämlich von einem Sturmtief verursacht worden, das sein Haus gekonnt zerlegt und in alle Richtungen verblasen hatte. Diese Geschichte zeigt uns die Wichtigkeit der Druckmessung. Dabei ist für uns der absolute Wert nicht wirklich von Belang. Wenn ich mir ein Barometer kaufe, lasse ich die Einstellungen so, wie sie gerade sind. Worauf es ankommt, ist nämlich nicht der absolute Wert, sondern der Verlauf. Da gibt's wieder eine Binsenweisheit. Steigt der Luftdruck, wird das Wetter trockener, fällt er, so wird es feuchter. Darauf beruht auch die Wettervorhersage vieler digitaler Wetterstationen. Sie messen schlicht den Verlauf des Luftdrucks. Meine stellt ihn auch dar, zwar rudimentär, aber immerhin. Und sie zeigt ein schönes Bildlein mit Sonne, Wolken und Regen, die sich auch bewegen. Stellt sich die Frage, welche Arten von Barometern gibt es und was sind sie wert? Die elektronischen Wetterstationen haben naheliegenderweise einen elektronischen Drucksensor eingebaut. Der misst normalerweise den Druck nicht wirklich genau, aber für eine grobe Vorhersage sollte es reichen. Genauer messen sicher manche mechanische Barometer, dafür haben sie keine Möglichkeit, den Verlauf des Drucks auch aufzuzeichnen. Trotzdem und noch einmal, welche Arten von Barometern gibt's? Da ist als erstes das gute, alte, teure Quecksilberbarometer zu nennen. Das war lange Zeit so ziemlich das genaueste, das wir hatten. Dafür muss man aber auch rund 2000 Euro hinlegen. Wie funktioniert ein solches Barometer? Um das zu verstehen, können wir einen Versuch nachmachen, den der große italienische Physiker Torricelli angestellt hat. Diesen Versuch sollten wir in einer Abwasch- oder im Freien durchführen, also in einer Umgebung, in der wir pritscheln können. Man nehme einen Topf, fülle ihn halb voll mit Wasser. Ich habe hier eine Kasserolle genommen, das tut aber nichts zur Sache. Dann nehme man eine Flasche mit nicht zu weitem Hals, also eine Limonaden- oder Bierflasche, und fülle sie voll mit Wasser.
Diese Flasche stürze man jetzt schnell in den Topf, sodass sich die Öffnung unter der Wasseroberfläche befindet. Wir würden erwarten, dass auch unter der Oberfläche das Wasser einfach aus der Flasche rinnt. Aber Überraschung, in dem Moment, da die Öffnung der Flasche ins Wasser eintaucht, passiert nichts mehr. Das Wasser bleibt in der Flasche drinnen, solange bis wir sie wieder aus dem Wasser herausziehen. Torricelli hat diesen Versuch mit einem Glasrohr gemacht und nicht mit Wasser, sondern mit Quecksilber. Das Rohr war, wie die Flasche, oben zu und unten offen. Das Quecksilber ist aus dem Rohr geronnen, bis die Säule im Rohr etwa einen Dreiviertelmeter lang war. Dann war Schluss. In der weiteren Folge konnte er feststellen, dass sich die Höhe des Quecksilbers im Rohr mit der Zeit änderte. Manchmal wurde die Säule länger, manchmal kürzer. Die Erklärung für dieses eigenartige Phänomen kennen wir schon. Es ist, wie nicht anders zu erwarten, der Luftdruck. Sehen wir uns das Ganze mal genauer an. Ein Gefäß, zum Teil gefüllt mit Quecksilber. Ein Glasrohr, auch zum Teil gefüllt mit Quecksilber. In ihrem oberen Teil befindet sich aber ein Vakuum. Das haben Torricellis Zeitgenossen sehr skeptisch betrachtet. Manche haben behauptet, das Vakuum befinde sich nur in seinem Kopf. Aber heute wissen wir, dass er recht hatte. Außer ein wenig Quecksilberdampf ist dort nichts drinnen. Wie kommt es jetzt also dazu, dass das Quecksilber nicht einfach ausrinnt? Nun, die Luftsäule über dem Barometer drückt auf die Quecksilberoberfläche. Und weil der Druck in alle Richtungen gleich wirkt, man beachte nur, dass auch dann vorne aus der Tube Zahnpasta herauskommt, wenn wir die Tube nur seitlich zwicken, drückt ja das Quecksilber auch in die Glasröhre hinein. Wir haben also am Ende ein Gleichgewicht der Kräfte. Der Luftdruck von oben und das Gewicht der Quecksilbersäule. In der ersten Staffel habe ich erwähnt, dass der Luftdruck dem Gewicht der auf uns lastenden Luftsäule entspricht. Die wiegt genauso viel wie eine etwa 3/4 Meter lange Quecksilbersäule. Was der Luftdruck alles anrichten kann, sieht man in einem Video, das ich unten verlinkt habe. Ein recht robuster Tankwagen wird da einfach platt gedrückt. Sinkt der Druck, so kann etwas Quecksilber aus der Säule in das Gefäß darunter auslaufen. Sie wird kürzer. Steigt der Druck, so drückt er das Quecksilber in das Glasrohr zurück, die Säule wird länger. Seit dieser Erfindung von Torricelli verwendete man für lange Zeit, wenn es genau sein sollte, Quecksilberbarometer. Sie lassen sich auf 1/10 Millibar, heute sagt man Hektopascal, genau ablesen. Eher umständlich, denn die Länge der Säule ändert sich natürlich auch mit der Temperatur. Aber dafür gibt es am Barometer auch ein Thermometer und entsprechende Computerprogramme. Früher gab es Tabellen. Diese Instrumente waren lange Zeit, wie gesagt, der allgemeine Standard in der professionellen Druckmessung. Ich würde dem allerdings jetzt ein elektronisches Barometer vorziehen. Genaue Barometer kosten auch über 2000 Euro, messen auch auf 1/10 Hektopascal genau oder genauer und man muss nichts mehr umrechnen. Im Gegenteil, sie geben auch noch den Druck auf Meeresniveau aus und speichern den Druckverlauf. Sie funktionieren mit Chips, die Druckänderungen elektrisch abfragen können. Meist mit einer Gummimembran, die vom Luftdruck mehr oder weniger verbogen wird und dabei ihren elektrischen Widerstand ändert. Zu sehen ist bei einem solchen Barometer freilich nicht viel. Ein mehr oder weniger großer Bildschirm und drumherum ein Gerät mit mehr oder weniger Tasten. Prosaisch und glatt, wie das heute der Brauch ist. Außerdem gibt es da aber noch diese hübschen Aneroid-Barometer in Holz- oder Messinggehäusen. Sie gibt es in einer breiten Skala von Preisen von unter 30 bis mehr als 2000 Euro. Bei mir hängt ein solches an der Wand, recht hübsch in einem Holzgehäuse. Gekostet hat es vor vielen Jahren ein paar hundert Euro. Sehen wir uns einmal ein solches Barometer genauer an. Alle besitzen einen Zeiger, der auf einer Skala den aktuellen Luftdruck anzeigt. Außerdem aber auch noch einen von uns einstellbaren Zeiger, den wir mit einem Knopf herumdrehen können. Der soll dazu dienen, zu erkennen, ob, in welcher Richtung und um wie viel sich der Druck geändert hat.
Es ist also sogar recht genau möglich, die Luftdruckänderungen zu erfassen. Man muss dazu aber in regelmäßigen Abständen den Zeiger nachstellen. Also Wecker stellen oder eine digitale Wetterstation kaufen. Wichtigster Teil des Barometers ist aber natürlich die Druckdose. Sie ist luftleer gepumpt, daher der Name Aneroid-Barometer. Ohne irgendetwas würde sie einfach vom Luftdruck zerdrückt werden, wie der bereits erwähnte Kesselwagen. Wie funktioniert das Ganze? Wir sehen hier eine schematische Darstellung des ganzen Apparatismus. Kernstück ist, wie gesagt, die Druckdose. Auf sie drückt der Luftdruck. Seine Gegenspielerin ist eine Feder. Sie versucht, die Dose auseinanderzuziehen. Die Änderungen der Dosenoberfläche sind natürlich nicht besonders groß, daher müssen sie verstärkt werden. Dazu dient der Rest der Apparatur. Zunächst einmal ein Hebelmechanismus. Der zieht an einem Faden. Der wiederum ist um einen kleinen Zylinder gewickelt. An der Achse des Zylinders ist oben der Zeiger und unten eine Rückstellfeder montiert. Diese Form des Barometers ist zwar recht hübsch und war zumindest recht gebräuchlich, aber sie hat gravierende Nachteile. Da die Druckmessung rein mechanisch funktioniert, spielt Reibung eine große Rolle. Die kann man überwinden, indem man das Barometer leicht, ich wiederhole, leicht beklopft. Aber da gibt es den Merksatz, durch häufiges Klopfen auf das Barometer wird das Wetter sicher nicht besser, aber das Barometer schlechter, weil die Mechanik sich ausleiert. Und die Änderung des Luftdrucks sieht man, wie gesagt, nur, wenn man regelmäßig den beweglichen Zeiger nachstellt. Und dann gibt es die Bauernbarometer oder Goethebarometer. Der Geheime Rat hat sie zwar nicht erfunden, aber populär gemacht. Außerdem wird es noch Wetterglas oder Donnerglas genannt. Nicht zu verwechseln ist es mit dem Sturmglas, das ganz anders funktioniert und von dem eher angenommen wird, dass es überhaupt nichts taugt und das hier deswegen auch nicht besprochen wird. Wie man es auch nennen mag, das Bauernparameter ist ein recht guter Kompromiss zwischen Aussehen, Brauchbarkeit und Preis. Es kostet so an die 20 bis 60 Euro. Zwar arbeitet es mit einer Flüssigkeit, nämlich Wasser, funktioniert aber so wie ein Aneroidparameter. Die beiden Kräfte, die zur Messung verwendet werden, sind zum einen der Luftdruck und zum anderen der Druck einer Luftblase im Barometerinneren. Und es ist eigentlich kein Baro, sondern ein Variometer. Es zeigt nicht den absoluten Wert des Luftdrucks, sondern seine Änderung an. Das ist aber genau, was wir brauchen. Wie funktioniert es also? Es besteht aus zwei Teilen. Einem Vorratsgefäß, das idealerweise halb voll mit Wasser gefüllt ist, und einem Schnabel oder auf Bundesdeutsch einer Tülle. Der untere Teil von beiden ist mit Wasser, der obere Teil mit Luft gefüllt. Das Vorratsgefäß ist oben verschlossen, der Schnabel ist aber oben offen. Wenn der Druck steigt, so strömt ein wenig Luft in den Schnabel, weil sich auch dort der Druck erhöht. Das drückt den Wasserspiegel im Schnabel nach unten und das Wasser ins Vorratsgefäß zurück. Dadurch steigt dort der Wasserspiegel. Die Luftblase wird zusammengedrückt. Fällt der Luftdruck, so kann sich die Luftblase im Vorratsgefäß wieder ausdehnen. Der Wasserspiegel dort fällt, Wasser wird in den Schnabel gedrückt und dort steigt der Wasserspiegel. Er kann so stark ansteigen, dass das Wasser überläuft und als Tropfen unten an der Glaskugel hängen bleibt. Dazu ist er nämlich da. Das Wasser funktioniert hier also nur als Zeiger. Es wird wieder einmal die Tatsache benutzt, dass sich Flüssigkeiten nicht zusammendrücken lassen. Die Druckänderung wird 1:1 auf die Blase im Vorratsgefäß übertragen. Der geringe Querschnitt des Schnabels macht die Druckänderung besser sichtbar. Solche Bauernbarometer kann man relativ leicht selbst bauen. Anleitungen dazu gibt es im Internet. Allerdings sind diese Selfmade-Geräte sicher nicht so brauchbar wie jene aus Glas, die man kaufen kann.
Die sind nämlich auf eine möglichst deutliche Anzeige hin optimiert. Und da sie nicht teuer sind, sollte man solche Barometer nur fabrizieren, wenn man wirklich Freude am Basteln hat. Aber selbstgemacht ist halt immer befriedigender als gekauft. Diese Barometer, so einfach sie auch gestrickt sind, hatten eine große Wirkung auf die Landwirtschaft, daher auch der Name Bauernbarometer. Zum ersten Mal waren die Bauern nicht mehr auf mehr oder weniger genaue Regeln angewiesen, sondern sie hatten ein Messgerät zur Hand, das ihnen eine Prognose erlaubte. Hing ein Tropfen unten am Barometer, so war es unklug, mit der Ernte zu beginnen. Kroch das Wasser aber immer mehr ins Vorratsgefäß zurück, so bestand wenig Gefahr. Und damit will ich diesen ersten Ausflug in die Welt der Messgeräte beenden. Er war lang genug. Ich wünsche euch wie immer die besten 73 und 42 und viel Licht und viel Kraft.